Auf geht's wieder in den Kampf. In der Hoffnung, es wird ein gutes Spiel und ich muss nicht wieder meckern. Ach, es gibt immer was zu meckern. Wir sollen verteidigen. Na gut, da könnte ich ja meinen Mörsertrupp leveln. Du bist Roland, du bist immer so lustig. Mal gucken, wie es läuft. Dementsprechend können wir dann mal gucken, wie wir vorankommen. So, dann wollen wir hier standardmäßig den Posten reinsetzen. Übelst unauffällig, nicht wahr? Na, wie viele Posten werden jetzt gleich aufblinken auf der Karte? Infanterie. Da einsetzen. Einer meiner Jungs ist gefallen. So, und reicht mir. Nur den Weg halten, dass der hier nicht durchkommt. Feuer steht. Na komm, er schießt mich. Ah, schön auf Zeit gespielt. Ja, Leute. Wir haben mal wieder nur wir haben nur mich. Aber ja klar. Die stehen alle und campen schon. Das ist, wenn ich nicht alles selber mache, es ist einfach immer wieder schön. Ich würde so viel Zeit sparen, wenn ich nicht die Posten aufbauen müsste. So, jetzt kommt es wieder drauf an. Wo setze ich meinen Posten? Schüssen, aber was soll's? Damit hat der Gegner eigentlich schon gut wie gewonnen. Der Zufallstreffer mich genommen, weil er braucht mir nicht erzählen, dass er auf mich geschossen hat, aber es reicht halt. Es reicht halt aus. Jetzt muss ich hier erstmal rausfinden. Wo geht's denn hier raus? Gott. So. Ah, es ist immer wieder herrlich. Ich bin nur damit beschäftigt. Ich muss raus reinlegen können, aber hey. Ja was. Sperren wir die Straße. Hauptmäßig dumm über rechts. Sammelpunkt perfekt getroffen. Wie zurück. Vielleicht kommen wir noch ins Haus rein und können da noch mal einen neuen Posten aufbauen. Hey, es sind mal drei Posten auf dem Feld. Nee, das gibt's ja gar nicht.
So, Freunde. Jetzt darf ich auch mal kämpfen. Wahnsinn. Ein. Ich hab grad keine Zeit. Machen wir es so. Aber an Anfang. Der Panzer mich sieht, hält er eh rein. Ist egal, macht nix. Auslaufen, die können mich ruhig erschießen, ist alles kein Problem. Kommen alles über rechts. Natürlich steht noch mein Posten, warum dann auch sonst? Rechts, wahrscheinlich die Lagerhalle. Lang und weit bringt Sicherheit. Hier geht's nicht lang. So, rechts die Flanke ist erstmal zu. Da kommt erstmal keiner lang. Da gibt's nochmal Artillerie oben drauf. Die müssen alle von vorne rechts angreifen. Da habe ich ein bisschen zugestellt. Und jetzt können wir mal mörsern. Zum ersten Mal haben wir Zeit. Nein, haben wir nicht. Wir haben keine Zeit. Innerhalb von 10.000stel Sekunden hat sich das wieder geändert. Das ist, dieses Ding ist so verwirrend hier. Unglaublich. Hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Ja, was mache ich jetzt? Okay, ich meine, ist das unser Mann hier drin? Ja, gut gemacht. Das ist natürlich, dass der Posten jetzt hier steht. Wichtig, die Stellung hier zu halten. Ah, es wird wieder oben gecampt. Den kann ich natürlich. Na, diese scheiß Treppe, du ruckelst dich da immer so hoch und wenn du da oben stehst, stehst du halt super. Ja, dann habe ich nur einen Schuss. Ich brauche eine Maschinenpistole, dann kann ich da reingehen. Wieder Atombombe durch irgendwas gefallen, keine Ahnung warum. Können wir nur so regeln. Feindliche Bomber nähern sich. Muss versuchen, da ranzukommen. Wo ist er, der Drecksack? Nach rechts auf der Flanke. Hier, fang. Ja, du stehst dann nur da drüben und sniperst den ganzen lieben langen Tag. Du weißt aber schon, dass wir unendlich viele Spawns haben, nicht?
markiert. Daneben. Ja, mein guter, links von mir ist der Panzer. Trifft der mich oder drückt? Ich komm rüber. Zurück in den Kampf. Die Zeit habe ich. Ah, da hat er Glück gehabt, dass ich hier nicht mehr so schnell rankomme. Ich brauche da ganz dringend nochmal Artillerie. Wir setzen uns extrem unter Druck da. 25 Sekunden noch durchhalten. Das, wirklich, es ist hier, es müssen 10 oder 20 Flieger sein. Sobald ich spawne, ist da immer mindestens... Ja, da kann ich nichts mehr machen, das sind 1 Million Gegenspieler hier. Ja, selbst wenn ich da reinkommen würde. Die Granate hat zwar nochmal gesessen, aber ich glaube nicht, dass wir es nochmal kriegen. Wieder sehr unglückliches Timing, wir haben den Punkt verloren. Eingeschossen. Wir halten jetzt gerade da quasi auf dem Spawn. Das dauert halt eine Weile. So viel Zeit habe ich meistens nicht. Wir versuchen noch zu fliehen. Das Haus ist aber sehr beschissen einzunehmen. So. Egal wie wir es machen, es ist beschissen. Schleppend, aber sie kommen voran. Leute, das kann echt nicht sein, dass ich immer der Einzige bin, der das Ding verteidigt. Die sind schon auf dem Weg hier rein. Ja, das ist schon... Ja, Aluminiumtreffer. Ja, es ist halt... Ich spiele halt alleine. Das ist das Problem. Wenn ich nicht alleine spielen würde, das Ding ist uneinnehmbar. Ja, nahezu. Und wir verlieren das innerhalb von Sekunden. Das ist absolut spielentscheidend. Ja, weil keiner hilft. Keiner hilft. Den Mutterseelen, Mutterseelen, Mutterseelen alleine. Easy. Ja, wenn ich auf meinem eigenen Punkt gespawnt wäre, wäre das gar nicht passiert. Aber ich darf ja immer nicht da spawnen, wo ich gerne will. 9 Sekunden, das dauert zu lange. Ich bin schon tot, bevor ich überhaupt gespawnt bin. Dass ich nicht bei meinem Posten spawnen kann, ist das Problem. Die Welle stoppt. Kommt hier einer oder nicht? Den anderen draußen vor der Tür.
rechts wird noch geschossen. Ja, da wird gesnipert, überall. Ja, das war's. Den Punkt haben wir verloren, können wir uns zurückziehen. Ja, ich muss jedes Mal den ganzen Tag wirklich alles geben. Ja, ich bin nach einem Spiel bin ich so fertig mit dem Spiel, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, weiterzuspielen. Ja, das ist. Ja, du bist so aufgerieben die ganze Zeit, nur im Stress. Ja, und da kannst du dann nicht mehr normal spielen. Ich brauche auch irgendwann mal eine Pause. Gibt noch ein bisschen Artillerie-Support. Der uneinnehmbare Punkt. Wir haben die Hälfte unserer Position verloren. Innerhalb von Sekunden genommen. Total unnütze Artillerie. Total unnütz. Das ist noch ein paar kleine Überraschungen hier, weil das Haus besetzen. Oder dass wir vorne. Es ist einfach immer auf 5000. Es ist auch. Kannst du mich jetzt mal erschießen? Nein! Guck mal! Ich stehe mittig auf freiem Feld und niemand schießt auf mich. Das ist echt ein Unding. Du willst mir also erzählen, du hast mich auf der freien Straße nicht gesehen. Lass nicht zu, dass der Feind deine Position festigt. Hab ich denn jetzt gegen geschossen? Ja, wieso auch auf meine Leute zielen? Hat ja gar keinen Sinn. Pionier ist tot und schon wird die, ja, die Mannschaft hier gelöscht. Anscheinend. Ja, klappen können. Vielleicht an den Posten rangekommen, wäre schön gewesen. Es hat ja auch keinen anderen Posten aufgebaut. Ach Mann, ey. Ich mache bald eine Spendenaktion. Ja, damit ich hier genug Geld habe, um Leuten Geld zu geben, die es schaffen, die Spielmechanik zu nutzen und einen Posten aufzubauen. Ja, tut mir leid, ich habe gerade nicht die Zeit dafür. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Ich kann noch ein bisschen Artillerie vorher machen, aber bis dahin ist der Punkt leider schon weg. Weil niemand den Punkt verteidigt, niemand Posten aufbaut. Das muss ich alles alleine machen. Weil meine Artillerie bringt nicht viel. Den Gegner irgendwie zum Stoppen zu bringen. Irgendwie mit Granaten-Spam. Irgendwie. Hauptsache, dass ich hier den Gegner noch gestoppt kriege. Aber es ist halt... Wie willst du allein... Ja, das Ding ist gelaufen. Weißt du, dass man hier auch nicht kapitulieren kann. Weißt du, es ist... Es sieht doch jeder, dass wir hier keine Chance haben, wenn ich jetzt hier nicht per Zufall das irgendwie alleine geregelt bekomme. Mann, ey. Lohnt sich überhaupt keinen Posten aufzubauen. Lohnt sich nicht. Ich weiß ganz genau, dass... Bis dahin ist der Punkt schon eingenommen und wir haben verloren. Deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn, den jetzt hier noch irgendwie aufzubauen. Weißt du, du kämpfst hier immer wie so ein Besenkter. Du bist... Ihr seht mich hier eigentlich 90% der Zeit nur mit dem Hammer in der Hand. Ja?
Wie kann ich dann eigentlich die meisten Abschüsse haben, wenn ich nichts mache außer aufbauen? Ich komme ja nie zum Schießen. Läuft nicht. Scheiße. Ist ja ganz außer lang. Ja. Den nicht. Flammenwerfer. So, das kommt mal wieder darauf an, ob Roland das jetzt halten kann. Ah, das reicht sich sowieso schön. So, das ist die Suicide-Truppe, die kann direkt mit der Granate in der Hand loslaufen, auf den Panzer drauf zu. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Alles nach vorne werfen. Wieso bin ich hier wieder alleine? Ich habe einmal daneben geschossen. Ich sage ja, es kommt nur auf mein Können drauf an. Wenn ich alle erschieße, haben wir gute Karten. Aber nur, wenn ich alle alleine erschieße. Ja, und schon ist das Spiel verloren. Ein Easy-Win-Game verloren. Das ist eigentlich ganz schwer zu verteidigen hier alles. Ja. Ja, aber da ich ja alleine gegen 10 antrete, meine Leute erschießen ja nichts. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben eine perfekte Deckungsposition im Gebäude. Hier einfach rum und dann sind wir schon im Punkt. Artillerie! Zack, Feuer! Artillerie! Feuer! Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Weißt du, hier mit Leidenschaft und Einsatz einfach nur reingesprungen und Granaten geworfen. Die 1 gegen 10 Unterzahl irgendwie zu nutzen. Die Artillerie kommt genau dahin, wo ich sie wollte. Laufen, Freunde, laufen, rein in den Punkt. Hack steht, Stellung wird gehalten. Schön vom eigenen Mann abgefangen. Sehr gut. Jetzt würde ich herkommen. Ich kann einfach nicht mehr. So, es muss dann gehalten werden. So, zack. Ein bisschen Pionier.
bleibt hier stehen und halt genau dort die Stellung. Granate, der Panzer muss sich zurückziehen. Wenn du dich nicht zurückziehst, bist du am Arsch. Der Panzer bleibt da hinten stehen, der müsste vorrücken. Wir können tatsächlich noch gewinnen. Wenn ich jetzt noch mal an den Punkt komme, gewinnen wir tatsächlich noch. Und ich darf nicht spawnen. Es ist, weißt du, es ist so zum Kotzen. Ich renne den Verein. Natürlich. Hey, schön, dass jemand eine Granate wirft. Nicht mit mir. Türrahmen. Ah, gut geschossen, er ist der Letzte. Wir verlieren das Spiel noch. Pass auf, pass auf. Wir kriegen den Punkt noch. Wir kriegen den Punkt noch. Nur mit einem Mann. Weil ich nicht da bin. Es muss nur einer reinhalten, ihn abknallen. Es ist nur einer. Und ich darf nicht spawnen. Und er kriegt diesen Punkt eingenommen. Jetzt darf ich losrennen. Gesehen und da ist alles tot von mir. Und er macht das so lange. Er macht das gut. Jetzt haben wir ihn. 10.000 Leuten übermannt. Zack, da hinten können die gerne stehen. Die haben gut Deckung gegeben, die Panzer, aber sie sind im falschen Moment nach vorne. Ne? Also eigentlich nur einmal ist hier einer kurz nach vorne gefahren. Die hätten jetzt vorrücken müssen, dann hätten sie es gekriegt. Wir haben es wieder mal verschenkt. Und die wichtigste Aktion habe ich gerissen. Den letzten Mann darf ich noch erschießen. Und wir gewinnen nur mit sehr viel Glück. Verdient haben wir es nicht. Absolut nicht. Absolut wieder mal unverdient gewonnen. Na, guck dir mal diese Punkt- und Abschusszahlen ab. Ich meine, sie waren garantierte Panzer. Ja, ich meine, es ist keine Kunst, da hinten zu stehen und die Leute abzufarmen. Aber es ist halt peinlich, wenn man sieht, wie viele Punkte die zusammen haben, wie viele wir, ja, und wer letztendlich das Spiel eigentlich gerissen hat. Ja, die haben eigentlich im Prinzip gegen einen Mann verloren. Ja. Die einzigste Aktion, die wirklich nennenswert war, weil ich mal durchgekommen bin, war kurz vor Schluss, wo ich da rausgelaufen bin mit der MP und alle über den Haufen geschossen habe. Ja, und den Posten noch kaputt bekommen habe. Das hat uns viele Kills und viel Zeit gebracht. Und dadurch haben wir gewonnen. Durch nichts anderes. Ja, ansonsten haben wir das echt schlecht verteidigt. Klar, wenn die da mit Panzer hinten stehen, aber dann musst du mal mit dem Panzer da hinten hinhalten oder mit der Pack. Ja, oder so wie eben dahinter. Ne, das musst du halt ein bisschen besser verteidigen. Das ist schlimm.